In diesem Video lernen Sie, wie Sie die Kräfte des unteren Systems, des unteren Menschen, so aktivieren können, dass Sie von ihnen wie in einer Kutsche vorwärts bewegt werden und sogar Gas geben und bremsen können. Stellen Sie sich wie immer locker und aufrecht hin, spüren Sie so in Ihren Körper, bis er sich angenehm, leicht und getragen anfühlt. Greifen Sie mit Ihren Händen in die Region Ihrer Oberschenkel, Hüften, so als würden Sie in diese Energie des unteren Menschen hineingreifen können. Stellen Sie dann die Beine in eine leichte Schrittstellung, gehen mit den Armen in dieser Zone nach hinten, geben Spannung in die Hände, in die Finger, verlängern Sie die Finger in Gedanken und haben Sie mal das Gefühl, als könnten Sie diese Energie des unteren Menschen nach vorne schieben. Und achten Sie darauf, dass Sie warten, dass erst die Energie geschoben wird und die Beine dann folgen. Und nicht, dass die Beine oder Sie selber verstanden haben, ach, da kommt die Energie, jetzt muss ich auch nach vorne, sondern dass Sie wirklich erst, wenn Sie merken, es entsteht ein Zug, mit dem Körper mitgehen. Wenn Ihnen das gelingt, dass der untere Mensch, die Beine, die Muskulatur reagieren, dann gehen Sie einen Schritt weiter, greifen wieder nach unten, schieben die Energie nach vorne und wenn es der Zug kommt, dann folgen Sie diesem Zug. Und Sie benutzen Ihre Hände, um diesen Zug aufrecht zu erhalten und die Beine laufen hinterher, bis Sie dann vorne stehen bleiben. Achten Sie darauf, wenn Sie die untere Energie nach vorne schieben, dass die Spannung in den Händen und Fingern bleibt und den Zug aufrechterhält. Und achten Sie auch darauf, dass der Körper die Hände nie ganz einholt, denn dann verschwindet der Zug, sondern dass der Abstand zwischen Händen und Beinen bleibt und so die Spannung weiterhin ziehen kann. Machen Sie denselben Bewegungsablauf jetzt rückwärts. Nehmen Sie Ihre Hände, schieben Sie Energie nach hinten, spüren Sie den Zug in den Beinen und erlauben Sie ihnen, hinterher zu laufen. Wiederholen Sie das ein paar Mal und fragen Sie sich, welche Richtung ist für Sie die natürlichere? Vorwärts oder rückwärts? Für mich macht das eigentlich keinen Unterschied. Wenn ich sage, der untere Mensch will vorwärts, dann heißt in dem Zusammenhang vorwärts eigentlich raus ins Leben. Und wo das Leben spielt, spielt für den unteren Menschen eigentlich keine Rolle. Das kann vorne sein, das kann hinten sein, das kann hier sein, da sein. Für den unteren Menschen ist alles, was rausgeht, auch vorwärts. Bitte beachten Sie, dass Sie sich von den Kräften des unteren Menschen nicht nur ziehen lassen können, sondern auch schieben lassen können. Dann sitzen Sie wie in einem Sofa oder in einer Sänfte und werden davon bewegt und mitgenommen. Und mit der Zeit merken Sie, dass es gar keine Rolle mehr spielt, ob die Hände vorne oder hinten sind,
ihre Intention bestimmt, ob sie geschoben oder gezogen werden. Am Anfang sind die zu beobachtenden Effekte bei Übungen, die sich auf den unteren Menschen beziehen, am stärksten, wenn sie die Arme im unteren Bereich einsetzen. Aber mit der Zeit ist das nicht mehr nötig. Sie können die Arme genauso in der Mitte halten und von dort aus den unteren Menschen einladen, sich zu bewegen, nach vorne und zurück. Achten Sie aber darauf, dass Sie nicht unversehens, ohne es zu merken, in die Kräfte des oberen Menschen kommen, der Sie dann nach vorne und nach hinten nimmt, sondern ob Sie wirklich nach unten eintauchen und der untere Mensch läuft und der untere Mensch zurückgeht. Sie merken das vor allem daran, ob Ihre Lunge nach unten entspannen kann oder ob Ihre Lunge in den Strom mit hineingenommen wird. Jetzt haben Sie gelernt, die Kräfte des unteren Menschen mit Hilfe Ihrer Arme zu lenken. Sobald Sie das beherrschen, brauchen Sie eigentlich auch Ihre Arme gar nicht mehr. Sie benutzen stattdessen die feinen Mikrobewegungen Ihres Körpers, mit dem Sie den unteren Strom nach vorne führen können und wieder zurück. Ganz leicht aktivieren, nach vorne hinaustreten, der Körper läuft hinterher. Und auf einer noch weiteren Stufe brauchen Sie selbst diese Mikrobewegungen nicht mehr. Dann denken Sie die Bewegung nur noch. Aber nicht im Kopf, sondern Sie lernen, Sie üben, im Körper zu denken und im Körper so wach zu werden, dass dieser den Gedanken spürt und diesem Gedanken folgt. Und dann machen Sie ab und zu die Kontrolle, ob wirklich Ihr Körper Ihren Gedanken folgt oder ob Sie doch so sind, dass Sie zwar den Gedanken auch im Körper fassen und spüren und im letzten Moment dann doch wieder loslaufen, um diesen Gedanken zu realisieren. Vertrauen Sie der Kraft des Gedankens im Körper, warten Sie, bis der Körper das wahrnimmt und von innen heraus reagiert.